Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute, wie ihr seht, habe ich ein News-Video für euch und übrigens nebenbei, macht euch ein Kreuz im Kalender, am Montag 18 Uhr bin ich wieder live auf YouTube, denn ich habe ja die 1000 Abos auf YouTube erreicht. Ja, nochmal ganz kurz, danke. Ausführlich möchte ich darauf im Stream eingehen und würde mich gern mit euch über was unterhalten, und zwar das erste große Projekt, sage ich jetzt mal, auf meinem Kanal. Und ja, darüber möchte ich mich mit euch unterhalten, mich ein bisschen austauschen, und ich möchte eine Tierlist mit euch im Stream machen und. Also ich würde mich echt freuen, wenn ich einige von euch dort sehen würde. Ich werde den Stream wahrscheinlich auch ankündigen, damit ihr euch eine Erinnerung einrichten könnt. Und falls ihr nicht dabei sein könnt, kein Problem. Ich lasse den Stream danach sowieso online, damit ihr ihn euch auch im Nachhinein anschauen könnt. Genau, und da ich anscheinend unter meinen Zuschauern sehr, sehr viele Anhänger des Dubs habe und vielleicht auch welche, die damit anfangen wollen, den Dub zu schauen bzw. eine Chance zu geben, habe ich hier jetzt sehr, sehr gute Gründe, denn es wurden die Synchronsprecher bekannt gegeben und man kann, falls einige von euch noch nicht wussten, die ersten beiden Volumes von S4 jetzt schon vorbestellen. Die Release-Daten hierfür sind für Volume 1 der 15. April und für Volume 2 der 17. Juni. Und ich muss sagen, mir gefällt der Cast für die deutsche Synchro sehr gut. Also mir hat der Haikyuu-Dub ja sowieso schon sehr gut gefallen. Ich habe ja Staffel 1 bis 3 auch auf Deutsch geschaut. Und dann haben wir hier folgende Sprecher für folgende Rollen. Atsumu wird gesprochen von David Torba, der euch bekannt sein sollte aus Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ich hab doch gesagt, ich bin eine ganz andere Klasse. Denn da hat er Edward Elric gesprochen, was ich sehr, sehr nice finde, denn die beiden haben auf jeden Fall die gleiche Energy und das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass es funktioniert. Sowieso Edward Elric, der Synchronsprecher, also David Torba, hat mir in Brotherhood sowieso sehr, sehr gut gefallen und Ed war auch mein Lieblingscharakter aus Brotherhood und ich kann mir das schon echt gut vorstellen, da die beiden wirklich halt die gleiche Energy haben, vor allem dieses Verrückte und sowas, das muss passen. Als nächstes haben wir dann Osamu Mia, der wird gesprochen von Ricardo Richter, bekannt aus Free, da hat er Haruka Nanase gesprochen. Springt, Tiefseelebewesen. Bei dem Spiel baut man am Boden des Japangrabens ein Dorf für Tiefseelebewesen. Free habe ich nicht geschaut, aber viele von Twitter meinten, dass es sehr gut passen würde. Und apropos Twitter, folgt mir gerne, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn es um Haikyuu und um meinen Kanal geht. Kurai Hoshiyumi wird gesprochen von Patrick Bär, bekannt aus One Punch Man. Dort hat er nämlich Sonic gesprochen. Eins gleich vorweg. Bisher habe ich noch keinen Gegner mit dem Leben davonkommen lassen. Bei der Arbeit mache ich keine halben Sachen. Aber wenn ihr euch jetzt ergebt, verschone ich euch. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Ich habe auch One Punch Man das erste Mal im Dub geschaut und hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich denke, dass es hier sehr gut passt, denn Patrick Bär als Hoshiyumi, das muss gut sein. Und ich bin gespannt, wie er es rüberbringt, aber es wird safe, so gut. Kommen wir zum vorletzten, Kiyomi Sakusa. A.K.A. das einzige Top Ace, was noch im zweiten Jahr der Oberschule ist. A.K.A. er wusste schon, dass Corona kommen wird. Und der wird gesprochen von Nico Sablik. Den kennen vielleicht auch manche von euch als Genos von One Punch Man. Moment, heißt das, ich werde es jetzt erfahren? Das Geheimnis hinter der Stärke meines Meisters? Das ist doch... so ein Unsinn! Und das finde ich, kann wirklich sehr, sehr gut passen. Genos, der als Cyborg bei One Punch Man sowieso nicht so menschlich rüberkommt und manchmal so Fragen stellt und sowas, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Als Sakusa, der sich am liebsten von Menschen fernhält, beziehungsweise mag ich Nico Sabliks Stimme als Genos schon echt gern, überhaupt den One Punch Man Dub, der ist sowieso so gut. Und als letzten haben wir noch Komori Motoya, der wird gesprochen von Tim Schwarzmeier. Den kennen vielleicht einige von euch, wenn jetzt jemand den Dub von ReZero kennt, als Subaru Natsuki oder Natsuki. Es wimmelt hier nur so vor Andersartigen. Sicher gibt es hier auch Kriege und viele aufregende Abenteuer. Jawohl, jetzt hat meine Stunde geschlagen. Das ist sicher das Event, bei dem ich das erste Mal Magie wirke. Ja, ReZero habe ich auch noch nicht geschaut. Aber er hat auch zum Beispiel Flocke in Attack on Titan gesprochen. Beziehungsweise spricht er auch Senku in Dr. Stone. Hier bin ich auch mal gespannt, aber es wird safe gut. Der ganze Cast muss gut werden. Und der letzte in der Liste ist Mister, ich spiele nur in der OVA und verliere gegen Nekoma. Nein, Spaß. In Part 2 werden wir ihn ja öfter mit seiner Freundin über das Spiel Karasuno vs. Inarizaki sprechen hören. Und er ist Daishu Suguru. Und der wird gesprochen von Gregor Knopp. Und ja, zu Gregor Knopp habe ich leider gar nichts gefunden. Also er hat bei Highschool Girl jemanden mitgesprochen, aber die Person habe ich weder gefunden. Also sie kam auch nur in einer Folge vor, aber ich habe im ganzen Cast alles durchgeschaut. Ich habe
nicht die Person gefunden, die er sein soll oder die er sprechen soll halt. Und ich habe mir die Folge auch angeguckt, man findet es einfach nicht heraus. Es ist unmöglich, aber ich hoffe einfach mal, dass es gut rüberbringt, weil wir werden ja viel von ihm hören, aber ich glaube einfach daran, es wird bestimmt gut. Und ich freue mich echt darauf, S4 nochmal im Dub zu sehen. Also ich kann euch nur empfehlen, den Dub bei HQ eine Chance zu geben. Es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Top-Tier im deutschen Raum. Also im deutschen Raum wahrscheinlich, deutscher Raum, deutsch Dub. Ja. Und wie findet ihr die Auswahl des Casts? Auf wen freut ihr euch am meisten? Bei mir ist es auf jeden Fall Atsumu. Ich liebe den Typ, genauso wie Ed. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wer euer Favorite dann ist. Und damit bin ich auch schon raus. Das Video ist zu Ende. Wir sehen uns dann im Stream. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.